Hallo, ich bin heute unterwegs mit der Sony Alpha 6000 und dem neuen Objektiv, das ich erst vor 3 Tagen gekauft habe, dem 35 mm F1.8 von Sony. Kann man es lesen? Ich glaube ja. Und das Wetter ist nicht der Burner, aber schauen wir mal, was wir so für Ergebnisse erzielen. Ich blende die Fotos nach und nach ein. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, es sind ein paar schöne Shots dabei. Was beim Fotografieren direkt auffällt, ist das Bokeh. Und das ist echt wahnsinnig schön. Die Bilder mit Hintergrundunschärfe sind allesamt mit Blenden von F1.8 bis F2.8 aufgenommen worden. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Auch bei Bildern mit mehr Tiefenschärfe bin ich beeindruckt von der Schärfe und den Details. So etwas bin ich vom Kit-Objektiv nicht gewohnt. Porträts zu fotografieren macht mit der Linse einfach Spaß, da der Look schön natürlich ist und der Hintergrund schön unscharf ist. In dem Testvideo sieht man auch hier das wunderschöne Bokeh. Allerdings habe ich bei dieser ersten Filmaufnahme den Mindestabstand des Objektivs nicht beachtet, weshalb der Fokus hier immer wieder hin und her wechseln möchte, zwischen zum Beispiel jetzt hier der, ich nenne es mal Blüte, und den Blättern. Allerdings liegt das eher an mir und nicht an der Kamera, und ich denke auch, wenn man das etwas übt bzw. mit Stativ filmt, kommen hier durchaus sehr schöne Aufnahmen heraus. So, die Fotos sind gemacht. Ich bin sehr gespannt, ob sie was geworden sind oder nicht. Jedenfalls bin ich jetzt in diesem Moment fertig geworden, habe die Kamera eingepackt, sicher verpackt. Jetzt geht's nach Hause und dann werden die Fotos angeschaut. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich hoffe, ich habe gute rausgesucht. Einen schönen Abend. Ciao.